Willkommen zurück zu Pokémon Platin, Freunde. Das letzte Mal haben wir hier Erzling erreicht, die Stadt auch schon erkundet. Das heißt, wir wollen gleich in die Kohlemin gehen, nachdem wir uns hier mal im Norden die Route 207 angeschaut haben, zumindest mal. Das gefällt jetzt zu rutschig, aber du brauchst ein Fahrrad, um es zu bezwingen. Du hast kein Fahrrad in Ewin, aber gibt es ein Fahrradgeschäft. Ja, denn ihr seht hier, mit dem Rennen wird das nichts mit Laufen, schon mal gleich dreimal nicht. So, hier könnte es auch irgendwo ein verstecktes Item geben, das würde mich zumindest nicht wundern. Hier liegt auf jeden Fall erstmal ein offenes Item. Ich würde natürlich die Ecken trotzdem einmal abchecken. Hier gibt es tatsächlich auch mal Hollow, dass man ja tauschen kann gegen Abra, wie wir wissen. Ich wäre ja beinahe versucht, das zu machen, und ich bin es auf jeden Fall flüchtig einfach, damit wir nicht zu sehr overleveln. Das muss nicht sein. Pokéball nehmen wir mit. Ich werde jetzt hier mal hingehen und damit nach vorne tun. Weil ich einfach den Starter doch gerne ein bisschen mehr noch bevorzugen würde vor einem nicht mehr endgültigen. Das ist ein cooles Pokémon, Ponita. Da wärst du fast mal versucht, das zu fangen. Ich hatte ja tatsächlich für ein paar Momente überlegt, ein... ich besieg's einfach mal, ein Ponita ins Team zu nehmen. Also ein Galoppa in dem Fall. Aber ich habe mich dann für ein anderes Feuer-Pokémon entschieden. Mein Feuer-Pokémon gehört auf jeden Fall dazu, ganz klar. Aber in diesem Fall etwas anderes. Das überlebt tatsächlich ein Blubber? Ponita, das scheint nicht schlecht zu sein. Ich fange dich jetzt einfach mal, weil ich es kann. Weil ich finde, dass Ponita es hier gerade verdient hat, gefangen zu werden. Okay. Gut, dann machen wir nicht. Dann erhöhen wir die Challenge und gucken, ob es ein Pfund auch noch überlebt. Ja, locker, locker. Alles schneller als ein Blindenfach Level 12. Das ist schon traurig. Das ist ein echtes Armutszeugnis für Blindenfach gerade jetzt. So, okay. Immerhin haben wir das Ponita hier gefangen. Spitznamen bekommst. Ah, schade, ich hätte mir Spitznamen geben sollen, ne? Habe ich jetzt vergessen, tut mir leid. Kein Namenbewerter kommt doch, obwohl er könnte bald kommen. Ich werde ihm einen beibringen. Oh, hier ein Kleinstein, das ist auch noch eine Sache, die wir vielleicht mal wieder noch fangen sollten. Das überlebt halt kein Blubber. Und dann kannst du mal versuchen, aber ich denke eher nein, oder? Nö. Komm, wir treiben trotzdem den wilden Pokémon, ey. So schlimm ist ja echt nicht hier werden, oder? So, gut, dann gehen wir jetzt hier direkt auf direkten Weg in die Erzlingenmine des Ponitas. Müssen wir jetzt nicht heilen. Sieht jetzt immer ein bisschen blöd aus, wenn hier dann da KP fehlen, aber egal. Jeder stolz auf die Mine. In dem Moment, wo wir hier stehen und uns unterhalten, graben sie unter dem Meer nach Kohle. Ich finde das ganz einfach faszinierend. Ja, aber das ist tatsächlich nicht mehr unter dem Meer, wie wir im letzten Part herausgefunden haben. Oder zumindest müsste die erste Mine dann sehr weit gehen. Schlag, hau mal Hollow. Schlag, hau die Felsen weg. Und hier ist noch ein Arbeiter. Du besichtigst die Mine? Wunderbar, das ist sehr gut. Ist immer gut, wenn man sich bemüht, etwas neu zu lernen, den eigenen Horizont zu erweitern. So, hinten geht es noch etwas verzweigter zu einem weiteren Arbeiter mit sogar zwei Pokébällen. Das ist ein Berg schmutzigen Sand, das nennt man Abraumhalde. Das ist ein Abfallprodukt, das entsteht, wenn man Kohle abbaut. Okay, wusste ich jetzt nicht, aber ich habe mich auch mit dem Kohleabbau nicht sonderlich beschäftigt und habe es auch nicht vor, in meinem Leben komplett. Ich möchte nichts ausschließen, aber Kohleabbau stelle ich mir jetzt nicht so spannend vor, zumal es in Deutschland eh kaum mehr gibt. Diesen Sinn von Kohleabbau, in diesem Sinne hier. Oh, hier. Kommen wir nun in die Erzlingminen. Oder finden wir gleich ein cooles Pokémon, ich ein Onix. Bin mal gespannt, ob das ein Blubber überlebt. Jetzt einfach mal Interesse halber testen. Ist erstmal schneller als Blindenfall, das ist nicht gut. Aber es überlebt immerhin kein Blubber.
So, gibt sogar sehr viele Erfahrungspunkte verhältnis mit Level 13 für David an dieser Stelle. Ach Mann, ey. Das wäre schon wieder so ein Moment, wo ich dann normalerweise zu Schutz nehme. Ich mache wieder die Maus schon mal unter den Bildschirm ran, damit ich hier auf Flucht gehen kann. Das ist schon ein bisschen nervig gerade. Pokéball gefunden. Und auf der anderen Seite sind noch zwei Menschen, oder ein Mädchen, ein Mann. Ich finde ein paar Steine, oder zumindest dachte ich das. Es waren Pokémon, die Steine aussahen. Jeder, der in der Mine arbeitet, hat seinen Pokémon dabei. Sie fordern die vielleicht heraus. Ja, super. Holy crap, children of lives. Ja, die vierte Generation gilt generell als eine Generation mit einer sehr, sehr hohen Approach-Rate, also einer sehr hohen, wie nennt sich das, Rat für wilde Pokémon halt. Ich weiß nicht genau, wie nennt man das denn. Oh je, keine Ahnung. Naja, auch egal, spielt keine Rolle. Hier geht es runterwärts. Und hier ist ein Arbeiter. Ne, Leute, ich werde mir so bald wie möglich Super Schutz kaufen, sobald es das gibt. Aber eigentlich geben ohne so gute EP, ich sollte die eigentlich nicht auslassen. Die sollte ich vielleicht mitnehmen in Zukunft. Diese Mechollo habe ich auf der Route 207 getroffen. Sie sind mir zuverlässige Partner geworden. Ja, Leute, Kleinstein, die Kleinstein. Ich bilde mir aber ein zu wissen, wer das Level der Leiter hat, deswegen werde ich da etwas mich zurücknehmen. Ich verrate dir was, ich habe mir mein Pokémon mit der Arbeit geschmuggelt. Mit in die Arbeit geschmuggelt, hey, what the hell, warum schmuggelst du mit? Die darfst du doch normal mitnehmen, oder? Hier ein Kleinstein auf Level 9. Ja, wir müssen jetzt mal testen, was der Blindfall mit seinem Blubber alles one-hitten kann, weil wir dürfen nicht vergessen, der Tag hat immer noch 20 Stärke, das ist nicht übermäßig mächtig. Von daher müssen wir uns dort etwas in der Euphorie bremsen. Aber für das Kleinstein Level 9 reicht zum Glück locker. Hier gibt es noch einen Trank, wer es braucht. Ja, kein Panflam, kann sie ganz schnappig werden. Das sieht doch nach Arenenleiter aus. Aber erstmal hier hinten rum schnell. Nur das Fluchtseil. Mit dem, das wäre natürlich die Idee, mit dem Fluchtseil rauszugehen. Aber so eng habe ich da mit der Zeit doch nicht, dass das Fluchtseil direkt nehmen möchte. Was mir dann fehlt, wenn ich es eventuell doch mal wirklich brauchen könnte. Na gut, ein schneller Kampf in meiner Pause. Doch erst wieder ein kleinen Kampf. Ja, leider ist halt die Vielfalt hier nicht gerade sehr groß, eine relativ kleine diverse. Und das ist leider auch in der Arena nicht besser, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also etwas schade, aber wird man wohl nicht ändern können, vermute ich. Ist halt immer so, ist so im so frühen Spielverlauf eine große Vielfalt reinzubringen, ist immer etwas schwierig. Da verstehe ich die Entwickler dann schon. Ihr merkt schon, dass Blindfall ein bisschen davon leveln, das wird aber mit Star Blade schon aufholen, sobald wie möglich. Zum Beispiel hier in dem System Hollow auf Level 8, sogar Level 8, okay, das ist dann Level 7 im Durchschnitt. Level 9 bei einem Pokémon, ja, ist auch nicht so pralle. Und was für ein mieses Level-Up, Alter, das kannst du gerade behalten. Doppelteam versucht zu lernen. Ich bin kein Freund von, aber es ist besser, obwohl es nicht, nee, es ist nicht mehr besser als Heuler. Nee, ich bin kein Freund von Doppelteam, ich verwende das deshalb auch selber nicht. Und das war relativ wenig, was der hier gezeigt hat. Hör allein nicht zurück und staune. Mit der Tage ist der Trümmerer, kann ich Felsen aus dem Weg räumen. Felsen müssen aus dem Weg geräumt werden, wenn sie den Pfad blockieren. Sobald du den Orden der hiesigen Arena hast, ist dein Pokémon dazu fähig. Also musst du den Arena besiegen. Und das bin ich. Okay. Es juckt mich schon in den Fingern, das Fluchtseil zu verwenden. Wissen was, Freunde? Wir machen das jetzt ganz einfach. Ich könnte es natürlich auch schneiden. Aber nee, wir verwenden jetzt das Fluchtseil ganz normal. Feierabend, kommt so schnell keine Höhle mehr, wo wir es brauchen können. Gehen wir raus. Ich glaube, es liegt sowieso in jeder Höhle eigentlich das obligatorische Fluchtseil. Es gibt gar nicht so viele Höhlen, wie man da eigentlich bräuchte, um das Ganze zu machen. Also, naja.
Ich überlege die ganze Zeit schon, welchen Spitznamen ich Ponita geben wird, wenn ich ihn dann mal irgendwann ändere. Naja, wie dem auch sei, können wir nun in die Arena gehen und uns gleich der ersten großen Herausforderung im Spiel stellen. Und da seht ihr doch gleich mal diese wunderbar eingeführte 3D-Optik. Der Bildschirm sogar noch leicht kippt und hier haben wir den Trainer, den Typ. Hallo, wie geht's, zukünftiger Champ? Das habe ich auch diesem ungeduldigen Jungen gefragt, der eben hier war. Der Arenenleiter setzt Pokémon vom Typ Gestein ein, aber hört zu, Gestein-Pokémon hassen Wasser, richtig? Und sie sind schwach gegenüber Attacken vom Typ Pflanze. Ja, ja. Sie haben schon ihre Schwächen, aber glaubt nicht, dass es einfach wird. Man wird nicht Arenenleiter, wenn man die Schwächen nicht gut ausgleicht. Sich mit einem Feuer-Pokémon auf ein Gesteins-Pokémon zu stürzen, wäre auch keine einfache Sache. Nun, mehr kann ich dir nicht sagen. Und danke fürs Zuhören. Aber danke fürs Zuhören. Gut, hier kann man den Trainer natürlich ausweichen, wenn man möchte, zwar beiden, aber natürlich scheuen wir die Herausforderung nicht. Du hast einen langen Weg vermieden. Mal sehen, wieso du es getan hast. Einfach damit ich blind noch einen Weg trainieren kann, weil das entwickelt sich, soweit ich weiß, nicht so bald. Also schon verhältnismäßig bald, aber Panflamme entwickelt sich schon auf Level 14. Obwohl, ist er Level 16 oder entwickelt sich auf Level 18? Ich glaube, Blindfarm auf Level 16. Während, Schelkerein war auf Level 18, 32, soweit ich weiß. Ich kann das nämlich jetzt komplett täuschen, also naja, egal. Jetzt verstehe ich, wieso du mit mir kämpfen möchtest. Und da oben sehen wir schon Leiter, also nicht viel hier. Nur Trainer mit Siegermentalität hätten können eine Pokémon-Arena herausfordern. So, er hat wie viel? Man sieht ja auch eben auf dem Touchscreen, sieht man oben bei uns die 4 Pokémon, bei ihm 2. Das heißt, er hat 2 Pokémon. Auch wenn man da mal nicht drauf geachtet hat, kann man es also immer noch im Kampf sehen. So, als nächstes haben wir hier Onix. Das gibt ja viele Erfahrungspunkte, wie wir wissen. Und da kommen wir sogar fast schon auf Level 15. Das heißt, ich rechne mit Splint, was sich nach dem Arena-Kampf entwickeln wird. Und es ist übrigens traurig, dass hier keiner der Vortrainer auch nur ein Kapier Schaden anrichten konnte. Lel. So, sogar noch Level 15. Auch ein relativ mieses Level-Up. Hier kriegt der Schnabel noch das in der Attacke, die ist zwar ganz nett. Bringen wir ihm auch bei für Nassmacher, weil die absolut nichts bringt, aber naja. Sagen wir so. Es passt zum speziellen Blindfern nicht gerade. Ich hätte lieber Blubstrahl gehabt hier angesichts des Leiters. Gut, dann sehen wir uns mal schön das Design noch an und labern gleich mal. Willkommen, dies ist die Arena von Erzlingen. Ich bin Veit, der Arenaleiter. Mein ganzer Stolz sind meine Gestein-Pokémon. Als Arenaleiter kenne ich dein Potenzial als Trainer, aber ich muss mich von der Kraft deiner Pokémon im Kampf überzeugen. Und damit geht der erste Arenaleiterkampf in Sinnoh los. Er beginnt auch mit einem Kleinchen, also hat seinen Vortrainern nicht viel weg, aber er ist nur 3 Level unter David an der Stelle, also könnte der Umständen ein bisschen ein happiger Kampf werden vielleicht, aber das erste Kleinstand ist One-Hit-KO zum Glück. Und es kommt ein Onix als zweites rein, auch das können, ja, das bin ich mir nicht sicher, ob das gewone-hittet wird. Ich glaube eher nicht, es wird auf jeden Fall erstmal schneller sein, aber Kreideschrei senkt unsere Init, unsere Verteidigung stark, das ist natürlich ultra suboptimal, das heißt, sie wird blind vor auf jeden Fall rauswechseln müssen. Hier, das macht aber ordentlich Schaden. One-Hit. Wow, richtig cool. Und jetzt ist es so, selbst wenn Blindfarm Level 16 entwickeln würde, entwickelt es sich leider erst nach dem Kampf und nicht mittendrin. Das heißt, wir können jetzt nicht mit Blibrin weiterkämpfen und müssen auf Cognodon entsprechend reagieren. Wie könnte man das am blödsten machen? Was hast denn du an Attacken drauf? Heuler wäre natürlich gut. Deshalb würde ich gerne mit dir anfangen. Also ich muss David auf jeden Fall rausholen, dann nehme ich erstmal Staraplate und versuchen ihn zu heulen, weil er kann es nicht mehr rauswechseln, also durch eine Auswechslung ändern, werden die Statuswerte im Prinzip zurückgesetzt. Das heißt, wenn er minus 5 Angriff hätte und auswechseln wird, wäre das umsonst gewesen, aber
Überbrückung, das ist im Moment nicht wichtig. Ich gehe mal auf... Es ist tatsächlich schneller als... als Starblade. Das ist überraschend für mich. Und macht auch eine ganz schöne Menge Schaden. Das heißt, den sollten wir... Um jeden Preis sollte angefickt denken, wenn wir... Okay, wir sind ja auch ein Level drunter. Kopfnuss ist, sollte eigentlich der Tod dann bedeuten für Starblade. Gut, haben wir Angriff um 1 gesenkt, das war gar nichts. Ja, jetzt wird es natürlich ein bisschen happig, weil... ja, Blindfall ist nicht gerade so die... die Mega-Powerhouse-Maschine, wie wir wissen, was Init angeht. Ich habe erstmal Silberblick, um meine Verteidigung wieder zu senken. Das ist natürlich nicht gut. Aber Blubber hier sollte... Ich hoffe mal ein Drittel, dass ein Drittel macht. Oh, das ist sogar fast ein One-Hit, holy crap. Okay, jetzt war aber auch ein Crit. Keine Chance, du hast noch nicht gewonnen, wir geben nicht auf. Gut, dann gehen wir nochmal auf Blubber, der wird jetzt den großen Fehler machen, einen Trank einsetzen, der natürlich ihn nicht mal mit, im Ansatz voll heilt. Dementsprechend hat er im Prinzip seine Chance, einmal angreifen zu können, verloren. David hat ja offenbar richtig auf den Arena-Kampf richtig Bock gehabt und einfach alles weggecritet. Wahrscheinlich als Antwort dafür, dass ich den rausgewechselt habe. Und damit haben wir die erste Arena geschafft und Blindfall entwickelt sich tatsächlich weiter. Und wir bekommen ein Plipprin. Der lernt so einen kleinen Metallklaue. Das ist sehr wichtig, dass er sich, dass es kein Level aufgestiegen ist, weil sonst würde es die Metallklaue nicht erlernen, was by the way relativ großen Betrug finde. Ich werde mich auch gleich den Heuler verlernen, weil er den nicht mehr braucht. Und stattdessen kriegt er die Metallklaue, was zwar auch relativ wenig bringt, aber besser als nichts, würde ich was sagen. Das beschämt. Ich habe gegen einen Trainer verloren, der noch kein einziger Ohren besitzt. Felsner, du bist stark und ich war schwach. So ist das nun einmal. Nach den Regeln der Pokémon-Liga verleihe ich dir mit unseren Orden, als Beweis, dass du mich besiegt hast. Dies ist der offizielle Kohleorden der Pokémon-Liga. Der Kohleorden erlaubt es deinen Pokémon, die versteckte Maschine zu Trümmern auch außerhalb deines Kampfes anzuwenden. Und dies ist auch noch für dich. TM76 erhalten, das ist glaube ich Tadesteine, wenn ich das richtig im Kopf habe. TM76 enthält die Attacke Tadensteine. Sie fügt den Gegnern Schaden zu, die neu in den Kampf kommen. Eine TM bringt ein Pokémon die enthaltene Attacke sofort bei, aber du kannst sie nur einmal verwenden. Überlege dir gut, welches Pokémon die Attacke erlernen soll. Und so noch mal offiziell für Leute, die alle Hinweise bisher ignoriert haben. Dann würde ich sagen, war dieser Orden doch eigentlich ganz machbar. Der zweite wird, glaube ich, auch schon ein bisschen schwieriger, wenn ich das richtig im Kopf habe. Deswegen bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass der zweite nicht mehr ganz so einfach wird. Aber das werden wir sehen, denn ich habe gesagt, ich mache nach dem letzten absoluten Überlängenpart, werde ich hier etwas früher Schluss machen. Bedanke mich dann schon für eure Aufmerksamkeit in diesem Part. Werde Offcam nach Jubelstadt zurückkehren, denn wir müssen ja nur nach oben, nach... Ich sag noch nicht, wie die Stadt heißt, weil sonst weiß man schon, was das Thema ist ungefähr. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal mit Pokémon Platin und ciao!